technology. That is what so many tell us that is going to pull us out of the climate crisis. New green technology that will enable us to remove billions and billions of tons of CO2 that we humans have put into the atmosphere since the beginning of the Industrial Revolution. New green technology that will magically materialize just in time, conveniently allowing us to sit back and do nothing. We get told so often that new green technology will be the silver bullet that solves all of our problems, and I start to wonder if these politicians, CEOs, entrepreneurs, government officials, if they're hoping that if they just repeat these words over and over again, new green technology, if they do this enough, maybe they'll manage to convince not just us, civil society, but themselves as well, that this is somehow possibly true. What is conveniently ignored in these fancy conference presentations and speeches for suit-wearing so-called leaders of politics and the business world is that this new green technology hardly exists today at all, let alone at the scale required to counter our emissions of over 42 billion tonnes of carbon dioxide per year. With every passing minute, the climate crisis becomes a more and more a race against time. What we do or don't do in the year 2040 or 2050, or beyond for that matter, is of minimal relevance if in the coming few years we fail to rapidly reduce our emissions, stop expanding fossil fuel projects, and rethink all the priorities of our society. We've been putting off real climate action since decades before I was even born, and we cannot afford to continue this way. It's no exaggeration to say that our actions over the next handful of years will define the living conditions for all future generations to come. Maybe one day some of these new green technologies will become a reality. But if we continue with business as usual, as we wait, cross our fingers and hope, the 1.5 degree target will have already been put well out of reach. It's basic physics. We have a limited carbon budget. That is the amount of carbon we can afford to emit while still hopefully limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And that word, hopefully, that's important. All carbon budgets are just estimates, predictions, that give us perhaps a 50% chance, perhaps a 66% chance of success. But that's all. It's all hope. So if we use up our carbon budget, say between now and 2030, over the next few years, we will set off tipping points that no wonderful green technology that's possible in perhaps 2050 could ever possibly reverse. And naturally, there's no guarantee that such technology will even be viable at the scales required. It is very possible that we could wait very patiently, cross our fingers and hope, and at the end be left with nothing. Nothing, that is, except tons and tons of carbon dioxide needlessly put into the atmosphere because people alive in the year 2020, and that's us, me and you here, chose not to act. We, the younger generations, are the ones that have to live with these consequences, live with the consequences of the decision of whether we right now choose to act or not. And I'm telling you, this is a risk we're not willing to take. And naturally, these technological solutions, or so-called solutions, can at the very most, treat the symptoms of the climate and ecological crisis. The idea that we can justify the expansion of coal mines, new oil pipelines, gas fracking projects in the year 2022, just because maybe in the future, possibly if we hope enough, that it would be possible to remove some of that CO2 from the air and store it underground completely ignores the on-ground environmental catastrophes that fossil fuel projects are. The Adani coal mine, for example, in Australia, where I come from, will irreversibly destroy almost 450 kilometres squared of land in northern Queensland. Indigenous land, in fact. Land that belongs to the Wangan and Jagalingu people. It will waste away millions of litres of water, pollute nearby water resources, and further threaten already endangered animal species by destroying and taking away their crucial habitat. No carbon capture storage plant built in Iceland or wherever else in 2040 or beyond, no other form of fancy, wonderful green technology can reverse that. The climate crisis is not only a question of molecules of CO2 put in or taken out of the environment, of the atmosphere. It is intrinsically interlinked with the ecological crisis
and our failure to prioritize a living planet over the profits of major corporations. The endless greenwashing that we are confronted with on a daily basis, and this fantasy that we're fed, that we're constantly daily fed, that future technologies will at some point magically appear and wipe away all of our problems, is proof that the climate movement is in fact winning this fight. We have opened the eyes of public society to the climate crisis. And in response, politics and the fossil fuel industry are doing everything they can to lull people, civil society, into the false sense of security that technology will eventually handle everything, that we can sit back, cross our fingers, hope, and wait. So we have to push it back against these false narratives. Greenwashing in all its forms must be clear to everybody. And only then will the next step be possible. Creating a debate where claims that green technology will solve everything without us needing to lift a finger should and will be treated in the same way as climate denialism now. In no serious discussions and debates about the climate crisis is climate denialism considered acceptable or welcome. Greenwashing must too be waved away. It cannot be welcome in our debates about the climate crisis. It leads nowhere. Of course, technology doesn't just mean carbon capture and storage or other magical technical solutions that will wipe away our emissions. Other forms of technology and digitization are a major part of the power of the climate movement and our ability to both spread our message at unprecedented speed and to connect with one another globally to form a movement of diverse perspectives, approaches, and capabilities. In many ways, the climate crisis is also a result of the failure of the mainstream media. Since before I was born, scientists have been sounding the alarm that we have only one planet and that business as usual result in catastrophe. But the vast majority of journalists and mainstream media outlets did not and still have not risen to that challenge. They have not risen to the challenge of communicating the climate crisis to the wider public. And apparently that job, like many other jobs, has been left to us, young people. This makes social media, in particular, an enormously valuable resource. It enables us to set the narrative, defining exactly how we want our message to be conveyed, and to reach others without solely relying on the mainstream media, and being independent, and now we are being able to be independent from how journalists want to represent us and our stories. To effectively tackle the climate crisis, the willpower of the people is essential. And using technology, we can reach many more people than before. It is mind-blowing, in fact, what social media enables us to do. In 2019 and 2020, in Australia, we experienced our worst bushfire season on record, in which over 14 million hectares of land was burnt and approximately 3 billion animals were killed or severely harmed. In Sydney, where I grew up, the air was filled with smoke and the sky turned grey, orange or red even, for months on end. The smoke was so strong that you could practically taste it. I'm not quite sure what it exactly was about Australia during that time that seemingly touched the hearts of so many people globally. But to see my phone filled with photos of demonstrations across Germany against Siemens, a company who had agreed to work on the Adani coal mine, children clutching photos and drawings of koalas in Turkey, and demonstrators dressed as kangaroos in Peru, made it clear to me that we weren't alone. Everybody saw our struggle. Of course, there are enormous difficulties that come with increased technology use, technological waste, the mining of rare earth metals, and the power consumption of digital technologies. And of course, social challenges, polarization, increased echo chambers. But these are challenges for which there are answers, or at least ways forward. And technology can be such a powerful tool. Now, in 2022, the climate crisis is not a crisis of knowledge. Of course, we live in a world with unequal connectedness and access to technology and information, and equality of connectedness and knowledge must be part of the better world for which we are fighting for. But principally, we have the knowledge needed to build this other world that is possible and must be possible. And we have the knowledge we need to pull ourselves out of the climate crisis. What we lack is the political will. I often ask myself why exactly I do this, why I organize on the streets with Fridays for Future,
why I campaign against the seemingly all-powerful fossil fuel industry, why I continue to believe that we can change politics and the priorities of our entire society. All in all, I ask myself why I push myself out of my comfort zone, where I'm confronted daily with the realities of the climate crisis and the injustices that exist in our world. I do it because I don't want to look back at past me and think, I had the opportunity and the privilege to be part of building a just and ecologically sustainable world, but I didn't do it because it was too difficult, it was too uncomfortable, it was too scary. I don't want to live with that guilt and regret. Sitting back and crossing our fingers and hoping that new green technology will magically appear will not save us. But organizing, mobilizing, campaigning, and connecting our fights globally to build that other world is possible will. Thank you. Thank you, Patsy Islam Parsons. Great talk, very energetic and inspiring talk. This is exactly what we were hoping for. I liked your sentence, we have all the knowledge to solve the climate crisis. What's lacking is the political will. I think this is at the heart of what we're going to discuss in a minute here. I also very much liked how you stressed the green tech false solutionism. A whole other issue is the brown tech false solutionism, because a lot of coal and oil companies are using artificial intelligence to exploit even better the reservoirs that should remain in the ground. Thanks for bringing this up, and we'll now turn it over to Bernd Hirschel, den ich schon vorgestellt habe. Ich switche jetzt zu Deutsch, hier schönes Denglisch zu sprechen. Bernd, du hast die Bühne. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Tillmann, und vielen Dank, Patsy, die jetzt den Boden bereitet hat für den Deep Dive in die Frage, wie wir denn klimaneutral werden können und wie uns Digitalisierung dabei unterstützen kann. Meine Aufgabe ist es jetzt, das Themenfeld Klimaschutz und Digitalisierung in der Breite einmal aufzumachen, um da jeweils reinzuschauen in die verschiedenen Bereiche, wo wir da stehen, was da Herausforderungen sind und was vielleicht auch Schritte sein können. Und ich habe das große Themenfeld Klimaschutz und Digitalisierung in 6 verschiedene Themenfelder unterteilt. Vorgestellt worden bin ich ja schon, das überspringe ich mal. Wir starten ja klassischerweise immer auf den Blick dessen, was wir erstmal investieren müssen, wenn wir Informations- und Kommunikationstechnologien herstellen und betreiben. Das heißt, der Blick entlang des Lebenszyklus auf die Herstellungsseite und auf die Betriebsseite. Da will ich gleich auch als erstes da mal drauf schauen. Und dann haben wir natürlich die große Hoffnung, dass uns die IKT, die Digitalisierung, Nutzen bringen kann auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe den mal aus meiner Sicht wichtigsten Bereiche unterteilt in Digitalisierung, die natürlich einerseits diesem Effizienzgedanken dient, wo dann in der Fußnote manchmal so ein bisschen Suffizienz mit dazukommt, wenn es gut läuft. Und da drin stecken auch die Rebound-Risiken. Also insofern dieser erste Bereich Effizienz. Der zweite Bereich hat ganz stark mit dem Stromsystem zu tun. Da haben wir die größten Herausforderungen und da brauchen wir Flexibilität. Aber auch wenn wir die anderen Sektoren reinkriegen wollen, brauchen wir Flexibilität für die Sektorkopplung. Das ist also der zweite große Bereich. Und der dritte ist der Bereich Beteiligung und Teilhabe. Auf die drei Bereiche will ich danach eingehen. Und zum Schluss, wir handeln uns durch Digitalisierung eine ganz wichtige 6. Dimension ein, die uns nämlich in die Frage bringt, Zustand 1 oder 0. Und 0 ist in dem Fall die Blackout-Gefahr und auch darauf will ich zum Schluss eingehen. Kommen wir zu dem ersten Punkt und ich werde jetzt jeweils versuchen, mit dem Bild der Waage zu symbolisieren, wo wir da stehen. Ganz am Anfang kann natürlich im besten Fall ganz oben in der Überschrift diese Frage, wenn wir IKT herstellen, dann kann es ja sein, dass sie etwas ersetzt, dass wir mit Digitalisierung eine Substitution vornehmen. Dann haben wir natürlich im Grunde eine ganz positive Situation, aber häufig sind es additionale, zusätzliche Effekte, zusätzliche Technologien, bei denen wir erstmal gucken müssen, was die so bringen. Anyway, wenn wir das Zeug herstellen, haben wir erstmal die Situation, die Waage geht runter, wir investieren und zwar erstmal, indem wir Energie aufwenden müssen. Wir verwenden eine ganze Menge Rohstoffe und einige davon sind eben auch kritische Rohstoffe und da haben wir schon ein erstes wichtiges Themenfeld, um das wir uns kümmern müssen. Grundsätzliche Maßnahme dagegen ist,
Auch da Effizienz in der Produktion. Wir müssen den Energieverbrauch senken. Wir sollten, und das machen durchaus einige Konzerne, das Ganze, wenn, dann mit Ökostrom herstellen. Das ist durchaus ein Trend, kann man sagen, dass einige Unternehmen in dem Bereich durch Power Purchase Agreements spezifisch auch Ökostrom beziehen und damit dann die Bilanz auch besser machen. Das sollte Mainstream werden. Im Rohstoffverbrauch genau das Gleiche. Auch hier müssen wir effizienter werden. Und insbesondere, wenn wir auf die kritischen Rohstoffe gucken, hilft uns hier im Grunde nur, dass wir eine Circular Economy etablieren. Also wir müssen diese Rohstoffe ganz gezielt im Kreis fahren. Und auch das ist eine Strategie, um Rohstoffe, die wir nicht selber im Inland haben, dann auch im Kreis zu führen und damit zu akkumulieren. Ja, das heißt also, dass das, was wir durch Importe beziehen, dann auch Stück für Stück weniger werden kann. Wir haben aber auch eine ganze Menge Rohstoffe. Und wenn wir hier das, was wir jetzt aktuell lernen, nämlich dass Energiesouveränität, aber auch Rohstoffsouveränität ein eigenes Gut ist, dass Resilienz, Verwundbarkeit Dinge sind, die wir ökonomisch auch einpreisen müssen, dann werden auch solche Vorhaben wie zum Beispiel Lithiumvorhaben, die wir in Deutschland haben, die wir in der Europäischen Union haben, auf einmal rentabel, wenn man sowas mit einpreist. Also auch das eine wichtige Strategie. Und im Sinne, ich habe es eben schon gesagt, der Energiesouveränität muss man das Gleiche natürlich auch für die Digitalisierung durchdenken. Und ich würde hier den Begriff der Digitalsouveränität einführen. Die Frage, wo werden diese Technologien eigentlich produziert, in welchen Ländern, sind, glaube ich, angesichts der aktuellen Ereignisse durchaus kritischer zu hinterfragen. Genauso aber die Frage, wo werden die entscheidenden Softwareprodukte, die Betriebssysteme produziert. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil dabei und auch Plattformen, die für uns wichtig sind, aber auch die Daten generell, mit denen wir so viel machen wollen. Wer akkumuliert die in welchen Ländern und verfügen wir in einer Art und Weise darüber, dass wir quasi damit auch genügend Dinge machen können, die wir machen wollen und machen müssen. Also all das unter der Überschrift Digitalsouveränität wäre durchzudeklinieren. Kommen wir zum zweiten Aspekt der Betriebsseite. Also wenn ich IKT betreibe, verbrauche ich im Regelfall Energie. Also wir haben hier auch wieder ganz oben dran den Energieverbrauch und das ist im Wesentlichen Strom. Und Sie kennen das alle, es gibt immer diesen schönen Spruch, wenn das Internet ein Land wäre, da sind wir im Moment auf Platz 6, so wie immer gerechnet wird im globalen Länderranking. In Deutschland sind das immerhin beachtliche 8-9% Strom, die wir aktuell für IKT verbrauchen oder fürs Internet verbrauchen. Da ist noch gar nicht alles mit dabei an Details, sondern das ist quasi immer nur diese Internetrecherche. Das ist also ein ziemlich dicker Fisch. Aber das ist natürlich auch ein bisschen zu einfach gedacht, weil wir kriegen ja auch was dafür. Da gucken wir gleich auf der Nutzenseite da drauf. Und auch hier gilt natürlich, wir müssen die Prozesse effizienter gestalten. Wir brauchen zum Beispiel sowas wie klimaneutrale Rechenzentren. So wie die im Moment gebaut und strukturiert sind, geht da wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig CO2 in die Atmosphäre. Und insofern ist sowas wie Abwärmenutzungspflicht ein ganz wichtiger Punkt, aber auch je nachdem, was Sie für eine Anwendung haben, diese Anlagen, diese Rechenzentren flexibel zu betreiben. Das geht bei verschiedenen Anwendungen mal mehr, mal nicht so gut, aber auf jeden Fall steckt da ein riesiges Flexibilisierungspotenzial drin. Datensparsamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, ja? Also nicht einfach nur Daten um der Datenerhebung willen, sondern hier sparsam programmieren und auch sparsam mit den Daten umgehen. Sparsam programmieren heißt auch effiziente Algorithmen und letzten Endes auch bei der KI. Im Moment gibt es so eine riesen KI-Welle, was man alles Schönes, Tolles damit machen könnte, aber es ist halt ein wahnsinnig aufwendiger Rechenprozess und deswegen gilt es hier zu gucken, wofür braucht man es tatsächlich, das heißt gezielt einsetzen und effizient einsetzen. So, damit kommen wir auf die Nutzenseite oder auf die mögliche Nutzenseite. Das heißt also, hier könnte das Pendel oder die Waage ja so ein Stück weit in Richtung der grünen Seite runtergehen. Das heißt, Digitalisierung, die uns Effizienzgewinne verspricht, wo im günstigsten Fall dann auch Einsparungen rauskommen. Die ein oder andere digitale Anwendung zielt auch auf Suffizienz direkt. Und hier haben wir natürlich viele verschiedene Bereiche. Ja, Effizienz und eben möglicherweise auch Suffizienzpotenziale sind sowohl auf der Energieverbrauchsseite zu erschließen, aber auch auf der Ressourcenseite. Und hier können wir die ganzen einzelnen Sektoren quasi durchdeklinieren. Im Energiebereich gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele Energiemanagementsysteme auf verschiedenen Ebenen, die uns helfen können, effizienter zu werden, indem sie uns einfach Informationen zur Verfügung stellen, visualisieren. Da gibt es das Heizungsmonitoring zum Beispiel. Oder wir kennen mit Wetterprognosedaten, können wir rechtzeitig auf die Situation der Erneuerbaren eingehen. Es gibt Infotools zum Stromverbrauch und ich habe diese drei Beispiele mal angeführt, weil die haben wir jüngst in einer Studie mal untersucht und uns angeschaut, wo stehen wir da eigentlich, was für eine Verbreitung hat das und was für eine Umweltperformance kommt daraus. Zum Ergebnis komme ich gleich mal kurz.
Wir haben das natürlich im Bereich der Mobilität. Vernetzte Mobilität ist das Buzzword überhaupt. Ja, wir kriegen die Mobilitätswende nur hin, wenn wir das alles gut vernetzen. Aber dahinter müssen natürlich auch die entsprechenden Angebote sein. Die Vernetzung alleine hilft ja nichts. Industrie 4.0, Arbeiten 4.0. Arbeiten 4.0 haben wir jetzt in Corona-Zeit einen Riesensprung gemacht. Und wir sind auch hier in einigen Forschungsvorhaben dabei, das jetzt mal auszuwerten, was das denn so bringt und was wir da an guten Effekten für mobiles Arbeiten oder Homeoffice etc. da sehen. Ich denke, da haben wir tatsächlich jetzt sehr viel mitgemacht in den letzten 2 Jahren, aber wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Im Bereich der Gebäude, Smart Homes steckt nach wie vor immer noch in den Kinderschuhen und das Ganze geht auch in so Sektoren wie die Landwirtschaft herein. Auch hier haben wir im Moment einige Vorhaben laufen. Man kann im Grunde sagen, wenn man sich anschaut, was in all diesen Anwendungsbereichen gegenwärtig läuft, dann muss man konstatieren, die Waage springt im Grunde nicht nach unten, sondern sie ist ja allenfalls im Gleichgewicht. Also es ist noch nicht sehr viel, was da zu ernten ist, weil das Ganze hat in allen Sektoren immer noch eine viel zu geringe Verbreitung. Wir haben schon angesprochen, eine ganze Reihe von Rebound-Effekten. Das ist heute auch und gestern hier auch in verschiedenen Sessions durchaus schon diskutiert worden. Und wir haben dann natürlich auch noch das Problem, dass wir in einzelnen Bereichen teilweise noch viel zu viel an Hardwareaufwand haben, der in kaum einem Verhältnis zum Nutzen steht, beispielsweise im Bereich der Haushalte, die mit Smart Mietern ausgestattet werden sollen. Und da stellt sich dann die Frage, wenn der Smart Meter einen systemischen Nutzen oder einen volkswirtschaftlichen Nutzen hat, aber für den Haushalt keinen betriebswirtschaftlichen, wer zahlt den dann? Ist es dann nicht tatsächlich sinnvoll, dass hier auch der Staat oder die Energieversorger hier die Kosten oder einen hohen Anteil der Kosten übernehmen und das nicht auf die Haushalte abwälzen. Das Thema Flexibilität ist insbesondere im Strombereich wichtig und auch hier, wenn die Digitalisierung hier eingesetzt wird, kann das einen sehr großen Nutzen bringen. Und zwar auf allen Ebenen brauchen wir ja diese Flexibilität. Wir brauchen sie auf der Verbraucherseite, wir brauchen sie auf der Erzeugerseite und können damit virtuelle Kraftwerke betreiben mit dezentral verteilten kleinen und großen und sehr unterschiedlichen Erzeugungseinheiten. Wir können komplexe, gleichzeitige Dienstleistungen mit Speichern erbringen. Das funktioniert nur, wenn wir sie digital managen und steuern und regeln, ja, den sogenannten Multi-Use. Wir können auch viele kleine Speicher, Batterien zusammenschnüren zu etwas, was dann auch Systemdienstleistungen erbringen kann. Das kann man normalerweise heute nur mit sehr großen Erzeugungseinheiten, aber wenn wir ein intelligentes Pooling machen, datengetrieben und mit IKT, dann geht das hier auch. Dynamische Tarife sind immer noch nicht richtig eingeführt, sind immer noch kein Mainstream, erfordern auf jeden Fall digitale Strukturen. Smart Grids steht für sich und in dem Bereich gibt es auch noch sehr viele weitere Anwendungen, aber das nochmal so eine kleine Reise von den Netzen über die Erzeuger, über die Verbraucherseite, was da alles möglich ist. Und hier kann man im Grunde auch sagen, das allermeiste davon sind im Moment kleine Nischen. Wir haben teilweise Sonderanwendungen, wo die Bundesregierung Sonderverordnungen geschaffen hat, damit das mal ausprobiert werden kann. Sobald die Verordnung wieder zu Ende ist, ist das Ganze unwirtschaftlich und wird auch wieder eingestampft, eingemottet vom Markt genommen. Es ist in vielen Bereichen eben noch nicht so weit, dass wir die Potenziale, die da drin stecken, erschließen können, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht da sind. Und dann zum Punkt Teilhabe. Hier ist natürlich der zentrale Punkt. Wir haben wahnsinnig viele Anlagen, kleine Anlagen, viele Akteure. Die kann man damit gut zusammenbringen in verschiedensten Geschäftsmodellen. Wir können damit zum Beispiel eben einzelne Haushalte zu Prosumern machen und die können sich sogar netzdienlich verhalten durch digitale Einbettung. Wir können sowas Wunderbares wie Energiegemeinschaften oder Energy Sharing, wie man es auch immer nennt, gründen. Also mehr als Mieterstrom, noch besser verschiedene Akteure, Erzeuger, Verbraucher zusammenbringen, nahräumlich zusammenbringen, damit derjenige und diejenige, die nicht über eine eigene Solaranlage verfügen kann, das mit Nachbarn, mit Quartiersgemeinschaften lösen kann. Wir haben hier eine aktuelle Studie, die mal aufzeigt, wie viel Potenzial da drin steckt. Das sind 40%, die man für den erneuerbaren Ausbau, den wir bis 2030 bräuchten, könnten Bürgerinnen übernehmen, wenn man sowas durchführt. Und dafür brauchen wir natürlich auch Digitalisierung. Und auch hier schlägt aber schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren auch ein enorm wichtiges Thema für die Energiewende. Und das schneller geht im Grunde nur mit Digitalisierung. Das Einzige oder das Wesentliche, was wir da diskutieren, ist, dass wir es digital haben wollen. Natürlich brauchen wir auch noch Personal und andere Regularien, aber Digitalisierung ist da ein ganz wichtiger Punkt. Auch hier springt das Pendel aber wieder zurück. Das heißt, die ganzen Potenziale, die da drin stecken, im Moment ist es so, es sind auch hier unwirtschaftliche Nischen, die Potenziale werden nicht gehoben. Wir haben hier noch ein Regelwerk, gerade bei den Energiegemeinschaften zum Beispiel gibt es noch überhaupt gar keine Regeln.
um Energiegemeinschaften zu betreiben. Und damit komme ich zum letzten Punkt, die Blackout-Gefahr. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir das im Grunde noch viel zu wenig diskutieren. Wir haben mit der Cyberkriminalität, die jetzt ja schon seit vielen Jahren auf einem sehr beängstigenden Niveau ist, einfach eine Realität, die wir zur Kenntnis nehmen müssen und die durch die Digitalisierung im Stromsystem eine neue Gefahr, ein neues Risiko in einer Dimension reinbringt, die ziemlich groß ist. Wir haben jetzt alle gelernt, mit 100 Milliarden kann man ein Sonderpaket für militärische Sicherheit auflegen. Wenn man so eine Krise, wie wir sie gerade haben, bewältigen möchte, dann nimmt man 200 Milliarden in die Hand, um einen Doppelwumms hinzukriegen, wie es so heißt. Wir haben in den letzten beiden Jahren durch Cyberkriminalität 425 Milliarden Euro verloren an Menschen, die sich das quasi kriminell zu eigen gemacht haben. 425 Milliarden. Und die größte Zunahme ist bei kritischen Infrastrukturen. Da steht KRITIS dafür, die Abkürzung ist KRITIS. Also die größte Zunahme bei kritischen Infrastrukturen. Und hier mal eine recht aktuelle Meldung, jetzt auch angesichts des Krieges. Russland in unseren Netzen, das heißt also natürlich sind die auch in Netzen, in Stromnetzen, bei Energieversorgern, bei Stadtwerken und möglicherweise vielleicht auch ja schon in der Peripherie von Atomkraftwerken, das als Fußnote, weswegen es auch keine gute Idee ist, jetzt Atomkraftwerke in dieser Situation schon gar nicht weiterlaufen zu lassen. Und deswegen brauchen wir eine Resilienzstrategie in diesem Bereich. Das heißt, das Thema Verwundbarkeit und Resilienz ist ein ganz wichtiges, was wir uns hier unter dieser digitalen Seite angucken müssen. Wir brauchen natürlich notwendigerweise IT-Sicherheitskonzepte, insbesondere für kritische Infrastrukturen. Aber im Grunde braucht man hier einen strukturellen Lösungsansatz der verteilten erneuerbaren Energienversorgung, die wiederum auf diese Digitalisierung, die Flexibilität ermöglicht, zurückgreifen muss. Und damit bin ich am Ende mit der Reise durch diese 6 Gebiete. Ich hoffe, ich habe ein paar Anregungen liefern können, die in der Diskussion jetzt aufgegriffen werden. Und vielleicht gibt es ja auch schon ein paar Lösungsansätze gleich mit den Politikerinnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd Hirschel. Schön, Bernd, auch dir. Ich glaube, wir haben jetzt zwei wirklich gute Steilvorlagen gekriegt. Einmal durch Patsy nochmal die ganz globale Perspektive, auch mit einem besonderen Blick auf die Konzerne, mit einem besonderen Blick auf die Konflikte, auch gerade im globalen Süden, und mit der Frage der falschen technologischen Lösungen. Bernd hat jetzt nochmal ein Panorama an Maßnahmen und Potenzialen aufgemacht, aber auch wunderbar gezeigt, wo es da überall noch hakt, also wo Politik nicht nur dazu beitragen sollte, die Potenziale zu heben, sondern eben auch zu sehen, dass die Technologien oder die Lösungsoptionen erstmal aus der Nische kommen und zugleich die Risiken, die auch bestehen, eben vielleicht in den Griff, besser kontrolliert, wegreguliert zu bekommen. Ich übergebe jetzt an den nächsten Agendapunkt hier auf diesem Podium, nämlich an ein Gespräch, wo genau diese intellektuellen Herausforderungen, die wir hier gehört haben, in eine Debatte darüber verwurstet werden sollen, was denn Politik genau jetzt tun kann. Und ich stelle hier nur kurz vor, unsere Moderatorin Geraldine de Bastion. Einige, etliche von Ihnen und euch haben sie wahrscheinlich schon auf anderen Podien hier gesehen. Geraldine ist eine weit gefragte Moderatorin und vielleicht noch eine, im ganzen Themenfeld Digitalisierung, aber auch darüber hinaus, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Sie hat vor gut 10 Jahren Beratungsunternehmen Konnektiv gegründet, unter anderem mit Melanie Stilz. Und Melanie Stilz ist eine der Köpfe hinter der Bildung Bits und Bäume, die ja parallel zu unserer großen Bits und Bäume stattfindet. Also eine lustige Koinzidenz. Geraldine hier auf der Bühne, Melanie da drüben. Herzlich willkommen. Du stellst jetzt die weiteren Gäste für dein Gespräch selber vor. Vielen lieben Dank, Tillmann. Danke auch für den Shoutout zu Melanie. Und es ist sehr schön immer, wenn wir uns so inhaltlich ergänzen, sozusagen von zwei Politikfeldbrillen herauf so ein Thema zu bespielen. Also danke dafür. Genau, wir wollen jetzt auf diesem Panel besprechen, wie bekommen wir denn tatsächlich diese Politikfelder so verzahnt, dass es Handlung geben kann, die wir so bitter nötig haben. Und ich möchte jetzt direkt die Panelisten, unsere Diskussionsteilnehmenden vorstellen, die dieses Thema jetzt diskutieren möchten. Wir werden versuchen, am Ende
Runde auch noch ein bisschen Zeit zu lassen für ihre Fragen und öffnen in der Diskussion. Aber jetzt zunächst möchte ich auf der Bühne begrüßen Anke Domscheit-Berg. Sie ist die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und eng verbunden mit unseren digitalen Communities, der digitalen Zivilgesellschaft, also sozusagen eine dieser Übersetzerinnen von der Zivilgesellschaft in die Politik. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich möchte auch ganz herzlich begrüßen Thomas Hallmann. Er ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und im Vorstand der Unionsfraktion. Er ist außerdem Mitglied im Ausschuss Klima und Energie, aber auch im Ausschuss Digitale Agenda. Es ist toll, dass du auch bei uns hier bist, Thomas. Und ich begrüße ganz herzlich Mike Außenhof. Er ist seit 2009 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grüne und seit letztem Jahr, seit 2001, auch Mitglied im Bundestag, da als Sprecher für Digitalpolitik und auch Mitglied im Ausschuss Digitalisierung. Herzlich willkommen. Genau, ich bin mal alle hier. Ist sozusagen unsere parlamentarische Seite. Und außerdem möchte ich aber noch zwei Personen von dem Kreis der wunderbaren Organisationen, die das alles hier möglich machen, bei mir auf der Bühne begrüßen. Und zwar Friederike Rode. Sie ist Nachhaltigkeitsforscherin und Techniksoziologin am IÖW, beschäftigt sich hier mit der nachhaltigen Gestaltung des soziotechnischen Wandels. Herzlich willkommen, Friederike. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Henrik Zimmermann. Er befasst sich bei Germanwatch mit Innovation im Energiesystem und der digitalen Transformation und ja, eben alle Themen rund um digitale Energiewende, Smart Meter, Smart Grids, über die Bernd auch gerade gesprochen hat, also perfekt für den Teil in unser Panel. Herzlich willkommen, Henrik. Ja, wir wollen natürlich auf die beiden Keynotes auch eingehen und da unterschiedliche Punkte von aufpassen. Aber ich würde gerne zunächst wirklich mit dem, was ich als Kernfrage dieses Panels verstehe, einsteigen. Und zwar, wir stehen unter Handlungsdruck. Es gibt laut den aktuellen Klimaberichten circa 1000 Tage, die wir haben, um das Ruder rumzureißen. Das lässt sich auch gut in politische Zeitschritte von 100 Tagen unterteilen. Und deswegen möchte ich gerne von euch jetzt erstmal etwas über die politischen Strukturen, die wir haben, erfahren und ob diese eurer Meinung nach ausreichen, um diese Handlungsfähigkeit herzustellen in der Verzahnung der Politikfelder Digitalpolitik und Klimaschutz. Wo trifft man sich, wenn man beide diese Themenwelten bespielt als Parlamentarier? Und wo gibt es überhaupt die politischen Räume, um dieses Themenfeld gemeinsam zu diskutieren und auch voranzubringen? Soweit ich es verstanden habe, bist du der Einzige, der in beiden Ausschüssen ist, richtig? Ja. Das ist eine vielleicht noch sehr kleine Anzahl von Personen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das nur dich betrifft im Moment in diesen beiden Ausschüssen? Es sind zwei Vollausschüsse, wie wir sagen, es ist ein technischer Grund, aber die eigentliche Frage ist ja, warum geht das so langsam voran? Und das liegt nicht daran, dass wir nicht genug Politiker haben, die in beiden Ausschüssen sitzen, sondern es liegt erstens daran, dass es viel zu wenig Einigkeit gibt. Einigkeit in Europa, Einigkeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, Einigkeit zwischen Ministerien, Einigkeit zwischen Ausschüssen. Und wenn es keine Einigkeit gibt und auch keine Regeln, wie man zur Entscheidung kommt, dann sind wir zurückgeworfen auf das Einstimmigkeitsprinzip. Das kennen alle aus Europa, dass wenn Herr Orban nicht mitmacht, wir halt nicht handlungsfähig sind in der Außenpolitik. Das betrifft uns aber auch innerstaatlich. Wenn wir ein 9-Euro-Ticket einführen wollen, dann müssen halt alle Nahverkehrsbetriebe mitmachen. Und wenn da einer querschießt, dann wird es halt schwierig. Es geht vielleicht, wenn der Bund alles bezahlt, das ist aber in unserer Finanzordnung so nicht vorgesehen. Also die Uneinigkeit und die fehlende Entscheidungsfähigkeit mit Mehrheiten ist das eine Kernproblem. Und das andere Kernproblem ist, das mich so umtreibt, also das ist eingangs nicht gesagt worden, ich bin ja eigentlich Unternehmer und bin erst seit gut 10 Jahren Berufspolitiker und war im Land Berlin 5 Jahre für ein Ministerium zuständig und bin jetzt 5 Jahre oder knapp 5 Jahre in der Bundespolitik. Und der öffentliche Sektor ist so, wie er aufgestellt, nicht in der Lage, mit seinen Herausforderungen umzugehen. Das betrifft auch die Demografie und das betrifft die Frage, warum faxen Gesundheitsämter, und es betrifft eben auch die Frage, die heute relevant ist, wie geht es eigentlich im Klimaschutz weiter?
Wir müssen den öffentlichen Sektor vollständig neu aufstellen, damit er managementmäßig das, was wir eigentlich wissen als Gesellschaft, auch auf die Schiene bringt. Sag doch mal ganz kurz noch, wie KPIs für die Regierung, an der sie sich messen lassen kann, tatsächliche... Weil ich darüber so verzweifelt bin, habe ich ein 320-seitiges Buch geschrieben, in dem ich analysiert habe, wo da drin liegt, das große Problem ist, dass es 6-7 Kernursachen mit nochmal 20 Unterursachen gibt, die ganz... Aber vielleicht kannst du ein, zwei Vorschläge daraus kurz teilen. Ja, also wir stellen die falschen Leute ein, wir befördern sie falsch, wir setzen sie falsch ein, wir haben keine Entscheidungsregeln, wir machen die Gesetzgebungstechnik falsch und so könnte ich gerade eine ganze Reihe von, es sind ganz tief systematische Fehler, die wir machen, die wir auch systematisch ändern müssen, damit wir schnell genug sind. Das ist ja nicht nur Frage, was wir machen, sondern es ist ja auch sehr zeitkritisch, um zeitkritisch diese Umformarbeiten hinzubekommen. Jetzt würde man denken, dass natürlich gerade dieser Zeitdruck auch eine größere Einigkeit herbeiführt. Aber ich denke auch, um Einigkeit herzustellen, muss man ja auch erstmal miteinander reden und in Austausch gehen. Deswegen vielleicht erstmal an dich, Anke. Welche Strukturen vermisst du oder welche Räume vermisst du, wo dieser Austausch anders stattfinden könnte, wo man sich vielleicht schneller einigen werden könnte? Schneller einig. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen, denn ich bin von der Linken die Einzige im Moment im Digitalausschuss, aber wir sind ja auch nur 39 Leute. Ich habe noch zwei Ausschüsse und zwei Gremien und Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das mit allen anderen politischen Feldern zu tun hat. Also da geht es mal um bewaffnete Drohnen, mal geht es um elektronische Patientenakten, mal um Roboter am Arbeitsplatz, mal um Hackerangriffe. Also das ist ja jedes Thema. Verkehr ist schon angesprochen worden, Energie ist auch angesprochen worden. Wenn ich jetzt aber als Einzige da drin bin, ich kann ja nicht in allen anderen Ausschüssen auch noch sein, also irgendwo gibt es physische Grenzen. Mein Eindruck ist trotzdem, dass ich wahrscheinlich eine derjenigen bin, die das Thema Nachhaltigkeit am nachhaltigsten in den Digitalausschuss reinbringt. Also das hat nicht unbedingt damit zu tun, in welchem Ausschuss man drin ist, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Gelegenheiten gibt, wo wir innerhalb des Digitalausschusses miteinander reden können und da, wo es passt, zum Beispiel auch mal eine gemeinsame Anhörung machen mit dem Klimaausschuss. Das haben wir punktuell mit anderen Ausschüssen auch schon gemacht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Anhörung vorgeschlagen, die auch durchkam zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das haben wir gemeinsam mit dem entsprechenden anderen Ausschuss gemacht, der sich auch sonst mit dem Thema Gewalt gegen Frauen befasst. Also vom BMFFJ, den zugehörigen Ausschuss. Und so ähnlich könnte man das hier auch machen. Ich habe auch gerade anhängig einen Antrag auf eine Anhörung des Digitalausschusses zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Der ist jetzt noch nicht terminiert, aber ich hoffe, dass er noch im Herbst stattfindet. Und da wäre dann eine Idee zum Beispiel, dass man ihn einfach zusammen macht und vielleicht die Klimaleute damit reinbringt. Vielleicht über eine Anhörung funktioniert es aber auch so, dass man nicht zwingend die Ausschüsse zusammenlegen muss, sondern wir würden uns ja dann Experten oder Expertinnen für das Fachgebiet Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Kombination. Und Digitalisierung hat ja im Prinzip zwei Bezugspunkte zur Klimakrise. Also einmal Teil der Lösung zu sein mit Energie- und Verkehrswende. Das verortet sich dann mehr in den anderen jeweiligen Ausschüssen. Aber da, wo es Teil des Problems ist, da gehört es eigentlich in den Digitalausschuss. Und da würde ich auch bei der Anhörung darauf fokussieren, dass man dieses Thema bespricht. Da scheint ja schon mal Einigkeit zu sein. Ja, hier wird schon gezuckt. Ergänzung machen. Wir sind da in der Frage völlig einig, obwohl wir Linkspartei und CDU jetzt nicht in allen Punkten einig sind. Die Ausschüsse sind nicht der Ort, in dem exekutives Handeln gemacht wird, sondern die Ausschüsse sind dazu da, das Volk zu repräsentieren und die Regierung zu kontrollieren. Deswegen sind jetzt nicht gemeinsame Ausschüsse, also die haben natürlich ihre Bedeutung und sie bereiten die Gesetze vor und die Gesetze sind wichtig, aber die Umsetzungsarbeit wird in der Exekutive gemacht und das ist sozusagen ein anderer Handlungsstrang. Das muss man politikintern verstehen, wenn man wissen will, wie diese Organismen eigentlich miteinander zusammenspielen. Deswegen ist diese Ausschussfrage nicht die zentrale Frage aus meiner Sicht. Die Frage war generell nach Strukturen und Ausschüsse sind ein Teil der parlamentarischen Strukturen. Deswegen kamen wir jetzt darauf. Genau. Jetzt vertrittst du auf dem Panel die einzige Partei, die sowohl in der Exekutive als auch natürlich parlamentarisch vertreten ist. Und es kam eben dieser Einwurf nach zu wenig Einigkeit, aber auch zu wenig Messbarkeit an die Entscheidung von Politik. Du bist auch relativ neu im Bundestag. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie das aus deiner Sicht ist. Arbeitet ihr jetzt in der Ampel
also einmal von Seiten sozusagen auf Blick Ampelkoalition etwas neu zu machen als in den letzten 16 Jahren in Bezug auf Messbarkeit der Erfolge in der Verschränkung dieser beiden Sektoren Digitalisierung und Klimaschutz? Und wo erlebst du Räume im Parlamentarischen, um diese Gedankenwelten weiter miteinander zu verzahnen? Oder vermisst sie auch? Also bezüglich Messbarkeit, wir haben ja ein paar Ziele im Koalitionsvertrag festgeschrieben, zum Beispiel die Einführung von Umweltmanagementsystemen für die Rechenzentren des Bundes bis 2025. Das ist schon mal ein Punkt, ist auch völlig klar, dass das nicht reicht. Und ein anderer konkreter Punkt ist, dass ab 2027 alle dann neu entstehenden Rechenzentren klimaneutral arbeiten müssen. Also das sind schon mal Punkte. Ich komme ja aus der Wirtschaft, da war ja 20 Jahre in der IT-Branche tätig, bin natürlich viel mehr gewohnt, mit Zahlen, mit Zielen, mit messbaren Zielen zu arbeiten, würde mir das deutlich mehr in der Politik wünschen. Nochmal zurück zu den Strukturen. Wir sind jetzt 5 Grüne im Digitalausschuss und wir haben alle noch einen zweiten Sitz in anderen Ausschüssen und das ist auch ganz gut so. Bei mir ist es der Wirtschaftsausschuss und da geht es ja auch sehr viel um Klimapolitik, nur eben im Zusammenhang mit Wirtschaft. Und es ist aber so, dass ja die Wirtschaft einen wesentlichen Anteil hat an den CO2-Emissionen. Insofern passt das schon auch gut zusammen und ich finde das auch ganz gut, dass es da diese Mischung gibt. Von daher sind Sie vielleicht der Einzige, der dann auch im Klimaausschuss ist, aber bei mir ist halt der Wirtschaftsausschuss, Thema ist auch nah dran. Aber auf die Strukturen bezogen ist, glaube ich, das viel größere Problem sind die verschiedenen politischen Ebenen. Also wenn wir zum Beispiel über die öffentlichen Rechenzentren reden, dann sind das einmal die des Bundes, aber die Länder und noch mehr die Kommunen haben das ja auch. Und dann sind wieder andere staatliche Ebenen ein Problem und da ist die Kommunikation wichtig und noch mehr dann Richtung Europa, wenn es um Regulierung geht, zum Beispiel Digital Markets Act oder Chips Act, was alles so in unser Thema reinreicht, dann ist da die Kommunikation sehr wichtig und da machen wir das eben, wir haben eigene Austauschformate innerhalb der Grünen, die in unterschiedlichen Ebenen sind. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen weg vom Regierungshandeln. Ja, das Hauptproblem ist aber, dass diese Ziele auch umgesetzt zu kriegen. Klar. Ich habe ja gerade abgefragt gehabt, was mit den neuen Rechenzentren ist und inwieweit die Kriterien erfüllen sollen. Vom Blauen Engel zum Beispiel, so wie das eigentlich geplant ist mit der Klimaneutralität. Und von 34 bis 2027 neu geplanten Rechenzentren trifft das leider nur für die Hälfte zu. Also das wird schon noch ein ehrgeiziger... Wenn ich direkt nochmal darauf antworten darf, nein, ich fand die Anfrage super und es ist auch gut, dass wir da jetzt eine Antwort haben und einen Bestand haben und das ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel Besseres erwartet. Wir haben ja im Grunde im Januar erst mit der Ausschussarbeit begonnen. Also im Dezember stand die Regierung, im Januar wurden die Ausschüsse gebildet, dann haben wir angefangen zu arbeiten und nach einem Monat kam Krieg und da waren erstmal ganz klar die Prioritäten gesetzt. So, und jetzt sind wir in der Situation, dass wir zum Beispiel im Wirtschaftsministerium und im Ministerium für Digitalisierung und Verkehr ein eigenes Referat jeweils eingeführt haben zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die dann auch eng miteinander arbeiten werden. Also wir kommen ja jetzt gerade erst ins Doing und da hilft natürlich so eine Anfrage als Bestandsaufnahme, aber es ist völlig klar, das muss schneller werden. Das heißt, und übrigens, wir haben uns eben gerade nur gegenseitig zugeguckt und den Kopf geschüttelt, weil es leider furchtbar schwierig ist, akustisch auf der Bühne euch zu verstehen. Aber ich hoffe, ich habe das meiste mitbekommen. Ihr müsst dann die schlauen, kritischen Nachfragen später stellen, in der Hoffnung, dass ihr alles akustisch besser versteht. Ihr seid sozusagen dabei, auch diese Strukturen in der Exekutive aufzubauen, wo sich diese Themenwelten treffen, um das Letzte noch zusammenzufassen. Okay, danke für diese erste Einschätzung eurerseits. Jetzt möchte ich natürlich euch gerne in die Diskussion einbinden. Ihr habt einen politischen Forderungskatalog aufgestellt. Da sind unterschiedliche Forderungen, Maßnahmen drin beschrieben, die teilweise auch auf der Bühne hier anskizziert wurden in den Vorträgen, in den Impulsvorträgen. Wie würdet ihr euch wünschen, dass dieser Forderungskatalog aufgenommen wird, angenommen wird, vielleicht auch diskutiert wird? Und wo seht ihr Möglichkeiten, die Umsetzung vielleicht auch zu beschleunigen, nach dem, was ihr gerade gehört habt? Möchtest du anfangen? Ja, ich kann gerne mal anfangen. Und ich würde auch vielleicht gerne noch mal so ein bisschen anschließen sozusagen an die Frage, wo trifft man sich eigentlich und wo bespricht man das eigentlich? Also erstens trifft man sich natürlich hier auf der Witz- und Bäume-Konferenz. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist ja nicht so, dass es keine politischen Prozesse gibt, wo das mal diskutiert werden könnte. Also die Bundesregierung hat gerade eine Digitalstrategie entwickelt, wo ja ganz, ganz viele unterschiedliche Ressorts dran beteiligt waren, wo die ganz viele unterschiedliche Politikfelder beackern. Und da fragt man sich dann schon so ein bisschen. Also erstens zum einen, warum bleibt es zum Teil hinter dem zurück, was im Koalitionsvertrag steht? Also was da sozusagen an Zielsetzungen drin ist. Also es ist ja doch zum Teil dann eher unambitioniert in gewissen Bereichen. Und zweitens, warum hat man nicht auch diese Chance der Entwicklung der Digitalstrategie genutzt, um eben genau diese Diskussion mal zu führen? Also
da gibt es ja sicherlich sehr unterschiedliche Perspektiven. Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir eigentlich den digitalen Wandel gestalten? Und das sieht man ja auch ein Stück weit in dieser Digitalstrategie, dass da sehr unterschiedliche Perspektiven drinstecken. Und da ist es dann halt aus meiner, und ein dritter Punkt, der noch anzumerken ist, dass jetzt eben irgendwie auch sich gezeigt hat, man hat sich ganz oft mit der Industrie getroffen, aber man hat sich eben nicht mit der Zivilgesellschaft oder vielleicht auch mit Akteuren aus der sozial-ökologischen Transformationsforschung oder wie auch immer getroffen. Und ich glaube, wenn man solche Prozesse anstößt, dann ist es schon auch wichtig, dass dann diese Chance dann auch mal zu nutzen und eben die nicht dann so durchzupeitschen, sozusagen die Digitalstrategie, sondern zu sagen, wir wollen jetzt das wirklich mal ernst nehmen als Prozess. Wir setzen uns da jetzt wirklich mal zusammen mit ganz vielen Perspektiven, wirklich auch mit den unterschiedlichen Ressorts und fragen uns, wo wollen wir denn eigentlich tatsächlich hin irgendwie und was können da sozusagen auch gemeinsame Perspektiven sein. Und da kann ich dann vielleicht auch so ein bisschen überleiten sozusagen zu der zweiten Frage, zu den Forderungen, die wir aufgestellt haben, zu den politischen. Ich glaube, der Punkt ist einfach, oder der Wunsch ist, dass man einfach möglichst konkret Dinge umsetzt und auch wirklich sich möglichst konkrete Zielsetzungen setzt. Also es kam ja vorhin so ein bisschen die Frage nach der Messbarkeit, man kann nicht alles immer messbar machen. Ich glaube, das muss man sich auch mal klar machen. Aber man kann sich natürlich Ziele setzen, dass man eben nicht sagt, wir wollen uns daran messen lassen, dass mehr Rechenzentren Abwärme nutzen, sondern wir wollen uns daran messen lassen, dass so und so viel Prozent der Rechenzentren Abwärme nutzen. Das wäre halt ein wesentlich konkreteres Ziel, als wie es sozusagen derzeit formuliert ist. Also ich glaube, da ist so ein bisschen der Wunsch, auch aus dem Trägerkreis, aus der Bits- und Bäume-Bewegung, eben wirklich mal ganz konkret sich Ziele zu setzen und eben auch die Defizite, die es gibt, da tatsächlich auch mal ein bisschen anzugehen. Ihre kleine Anfrage hatte es ja auch gezeigt, was es da für Defizite gibt, ne? Also einige Rechenzentren können da nicht mal sagen, ob sie erneuerbare Energien nutzen und so weiter und so fort. Also genau, da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge an Baustellen und wo wir eben Dinge konkretisieren können und auch mal auf Defizite hinweisen können. Danke. Bevor wir gleich mal warum hier in diese Richtung fragen, würde ich gerne dich nochmal, Henrik, bitten zu ergänzen, wenn du möchtest, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen zu beschreiben, was würdet ihr euch wünschen, dass es für andere Austausch- und Begegnungsmöglichkeiten außerhalb dieser wunderbaren Konferenz gibt, wo wir uns vielleicht auch andere, ja, Multi-Stakeholder-Strukturen vorstellen können, gerade mit Zivilgesellschaft, ohne jetzt intransparent zu werden oder Legitimitätsprozesse aufzuweichen, vielleicht auch zusammen mit der Wirtschaft, um dieses gegenseitige Ausgespiele, was oft stattfindet, also mit der klimaschutzinteressierten Wirtschaft zusammen. Was könntet ihr euch da vorstellen oder würdet ihr euch auch wieder an Räumen wünschen? Ja, also ganz grundsätzlich würden wir uns erstmal wünschen, dass wir noch mehr beteiligt werden. Beteiligung ist immer die Frage, in welchem Kontext findet das statt und wie findet das statt. Wir haben jetzt gesehen, dass insbesondere das BMDV, also das Digital- und Verkehrsministerium, bei der Digitalagenda eigentlich nur Wirtschaftsverbände beteiligt hat und vielleicht einen zivilgesellschaftlichen Verband. Das ist unterm Strich natürlich viel zu wenig. Und das finden wir natürlich sehr tragisch, weil wir die Perspektive natürlich mitbringen des Gemeinwohls und darauf achten, also wir haben keine wirtschaftlichen Interessen in diesen Fragen, sondern unsere Interessen sind das Gemeinwohl, sind die Demokratie, sind der Umwelt- und Klimaschutz, sind die Menschenrechte und das wollen wir einbringen und am besten an möglichst vielen Stellen. Man kann uns auch gerne in den Bundestag einladen für Austausch etc., also weil die konkrete Frage war, wohin denn? Ich wollte noch kurz was sagen zu dieser Frage, zu der Digitalstrategie, weil die haben wir uns natürlich auch sehr genau angeschaut. Und da haben wir festgestellt, das wirkt sehr stark so, als hätten da die einzelnen Ministerien ihre Blöcke geschrieben und dann zusammengepackt. Wow. Und was wir uns ja eigentlich wünschen, ist, dass Nachhaltigkeit gemainstreamt wird, also dass Nachhaltigkeit in alle Bereiche dieser Digitalstrategie reinkommt. Und wenn wir dann lesen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, dass da als erster, wichtigster Punkt drinsteht, das autonome Fahren
Und wir natürlich bei Bits und Bäume sehr genau wissen, was das für ökologische Folgen auch hat und wie viele Daten da auch erhoben werden in so einem Fahrzeug, dann ist das vorne und hinten nicht ökologisch. Und dann fragt man sich, hat da irgendjemand einen Hinweis gegeben hinsichtlich der ökologischen und Nachhaltigkeitsfragen bei diesem Kapitel beispielsweise? Und anderes Beispiel ist das Thema Open Source, und das hat Friederike ja eigentlich auch schon angedeutet. Es steht vielfach drin, wir brauchen mehr von etwas, aber es steht zum Beispiel nichts drin dahingehend, dass wir Public Money, Public Code brauchen, was wir ja als Bits und Bäume ganz stark fordern. Public Money, Public Code, das bedeutet, dass wir, oder auch Public Money, Public Good, das bedeutet eben, dass wir da, wo staatliches Geld reinfließt, auch am Ende der Code offen sein sollte, damit Gesellschaft, kleine Firmen, Kommunen, BürgerInnen Software mitgestalten können. Das hat übrigens einen wahnsinnig wichtigen Effekt auch für den Klimaschutz. Und bei der Hardware genauso, wenn wir da die Möglichkeit haben, eben Ersatzteile auszutauschen, wenn wir da die Möglichkeit haben, offene Schnittstellen zu haben zwischen Hardware, Software, Betriebssystemen, dann ist da unheimlich viel drin. Und in der Digitalstrategie steht immer drin, wir brauchen mehr davon, aber es steht eben nicht konkret drin, wie will man das denn eigentlich erreichen. Und da, wo es ein bisschen drin steht, zum Beispiel bei den Rechenzentren, 30% Abwärme nutzen, da ist es nicht ambitioniert genug. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Also da können wir auf jeden Fall noch mehr machen. Und da, glaube ich, haben wir auch sehr konkrete und sehr gute Vorschläge aus der Zivilgesellschaft und die möchten wir sehr, sehr gerne einbringen. Deswegen haben wir bei der Bits und Bäume jetzt auch Politik eingeladen und diskutieren das gerne mit Ihnen gemeinsam, aber auch natürlich gerne nach der Konferenz weiter, denn wir wollen, dass es in die Umsetzung kommt. Und die Frage war ja eingängig auch, wie wollen wir das diskutieren? Was wir eigentlich wollen bei unseren Forderungen ist, dass sie umgesetzt werden. Und ich glaube, da, das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, viel mitzubringen haben und auch viel Expertise haben in der Zivilgesellschaft. Dankeschön. Ich glaube, ihr habt euch alle schon gemeldet, dass ihr reagieren möchtet. Das wollt ihr auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt eine Sache mit dem politischen Mainstreaming, weil Mainstreaming bedeutet ja auch gerade, dass es in allen Häusern, in allen Politikbereichen stattfindet. Und wenn diese dann auch von unterschiedlichen Parteien geleitet werden, kann natürlich auch diese Diversität an Priorisierung zusammenkommen, denke ich mir. Trotzdem natürlich gerne eine Einschätzung dazu, warum bleibt diese Digitalstrategie eben hinter den Forderungen und auch hinter dem Koalitionsvertrag und wie geht man vielleicht auch innerhalb dieses Parteiengeflechts mit diesen unterschiedlichen Priorisierungen um? Ja, also erstmal die Kritik teile ich, habe ich ja auch zum Teil öffentlich gemacht. Erst einmal Einbindung Zivilgesellschaft. Also ich selbst habe, seit ich im Bundestag bin, ganz viele Termine gehabt und es ist so, dass meistens die Konzernvertreter sehr aktiv an die Tür klopfen und auf Termine drängen. Und wenn ich dann aber sage, das wird mir jetzt ein bisschen viel, dann müssen wir schon aktiv auf Zivilgesellschaft zugehen und sagen, CCC wollte lieber mit uns sprechen, Stiftung Neue Verantwortung wollte mal mit uns sprechen. Das machen die auch immer alle gerne, aber es ist schon echt so, da müssen wir und meine Mitarbeiterinnen immer auf Zack sein und aktiv auch auf euch zugehen. Und dann ist es aber auch immer, sind es schöne Gespräche. Also ich habe eigentlich mit allen oder mit vielen gesprochen in einem halben Jahr. So, das ist das eine, das ist jetzt so meine Tätigkeit als neuer Abgeordneter. Was die Einbindung Zivilgesellschaft in die Digitalstrategie anbelangt, wir treffen uns in jeder Sitzungswoche mit den drei Digitalsprechern aus den Ampelfraktionen im Ministerium, mit meinem Minister, meistens Staatssekretärin. Und glaub mir, wir haben das jedes Mal, nachdem wir erfahren haben, dass an der Digitalstrategie gearbeitet wird, eingefordert und gesagt, denkt daran, wir haben das im Koalitionsvertrag versprochen, bindet die ein und es ist nicht passiert. Und wir haben das also dann monatelang immer unter der Haube kritisiert und ich habe es ja dann auch öffentlich in der Pressemitteilung und auch in der Plenumsrede auch dann öffentlich kritisiert. Neben allerdings auch der Würdigung der Digitalstrategie, also der positive Punkt ist ja, dass jedes Ministerium erstmal aufgefordert wurde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die Punkte zusammenzubringen und was es dann auch so ein klein bisschen strategisch macht, das sind diese drei Hebelprojekte, die angeführt wurden. Und das eine ist digitale Identität, Infrastruktur taucht da auf und Datennutzung. Aber genau, das war dann der weitere Kritikpunkt, Nachhaltigkeit und Open Source, das fehlt. Also wir selbst als Parlamentarier, als der Ampelfraktion, haben auch erst sehr spät den ersten Entwurf bekommen, so als die Sommerpause schon angefangen hatte. Und dann konnten wir noch schnell ein bisschen was einbringen, zum Beispiel das Umweltdatenportal. Das ist dann was, was wir noch mit reingebracht haben. Aber wir haben auch durchaus angemerkt, Open Source und Nachhaltigkeit fehlt komplett, muss mehr rein, ist nicht gut umgesetzt worden. Und so bin ich also insgesamt mit der Strategie
naja, auch nur so mäßig zufrieden und ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass es besser wird. Aber ich kann auch Sie dann wirklich nur nochmal vielleicht ermutigen, mehr auch auf die Abgeordneten der anderen Fraktionen zuzugehen. Also auf uns gerne auch, aber wir machen es auch von uns aus, von meiner Seite. Aber die sind auch da, glaube ich, gar nicht abgeneigt. Also meine beiden Kollegen in SPD und FDP, ich glaube nicht, dass sie sich Gesprächen verweigern. Von daher, da ruhig ich auch nochmal bitte an die Zivilgesellschaft, auch aktiv auf Abgeordnete am besten, dann sagen wir alle, bis auf einer Fraktion zuzugehen. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch, aber natürlich extrem ermüdend, dass Themen, die wir seit 20 Jahren diskutieren und auch versuchen, also wir als digitale Zivilgesellschaft so prominent wie möglich versuchen zu adressieren, wie Public Money, Public Code, immer noch nicht verankert sind. Das steht im Koalitionsvertrag. Das steht im Koalitionsvertrag. Ja, aber in der Praxis sieht man es noch nicht, außer in Schleswig-Holstein, da wird gezeigt, wie es geht, nicht? Und dann ist, wie gesagt, sozusagen die Forderung, die ich natürlich auch verstehe, ne? Es ist ja auch wichtig, dass eben diese Begegnungen hier stattfinden, an die Zivilgesellschaft wieder da. Aber letztendlich würde man doch auch hoffen und meinen, dass diese Ansichten, dieses Wissen auch eben politisch angekommen ist. Und man fragt sich natürlich, warum passiert dann trotzdem so wenig dazu? Hast du das Gefühl, da ist auch einfach immer noch so Übersetzungsleistung in die eigenen Parteien notwendig, in die eigenen Strukturen, weswegen diese Themen, die wir, wie gesagt, schon so lange diskutieren, immer noch nicht prominent genug sind? Na, ich glaube, ein Grund ist ein ganz, ganz schlichter. Es hat ein Ministerium die Federführung gehabt, das BMDV heißt, und an der Spitze sitzt die FDP. Und deswegen heißt der Untertitel der Digitalstrategie digitale Werte schöpfen. Das sagt doch alles. Da geht es nicht um Umwelt oder Gemeinwohl. Da ist halt einfach das primäre Ziel, wie kann man für die Wirtschaftsbeste rausholen. Deswegen, das hat meine schriftliche Frage zur Wer wurde beteiligt im Vorfeld der Digitalstrategie, das habe ich ja abgefragt. Da kam das ja als Antwort rum. Es war übrigens vielleicht als lustige Anekdote das erste Mal in 5 Jahren, dass ich erlebt habe, dass eine schriftliche Frage nicht in der vorgeschriebenen Frist von 7 Tagen beantwortet wurde, sondern mehrfach verlängert wurde. Und unser parlamentarischer Geschäftsführer, der deutlich länger als ich im Bundestag sitzt, sagt, das hat es noch nie vorher gegeben. Das war die schlichte Frage, wer wurde beteiligt bei der Digitalstrategie? Ich nehme mal an, das war ein bisschen peinlich zugeben zu müssen, dass die Zivilgesellschaft gar nicht dabei war. Das war nämlich am Ende die Antwort. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Aber eine Frage war ja auch, wie kann man denn zu einer schnelleren Umsetzung kommen? Und da glaube ich, hat ja so eine Regierung eine dreifache Verantwortung. Sie hat einmal eine Verantwortung als Regulierer, das sind Dinge, die drinstehen, aber zum Teil sehr unverbindlich, also was die Nutzung der Abwärme zum Beispiel angeht, ne, was auch die Nutzung eines noch zu schaffenden Energieeffizienzregisters angeht. Ob das verbindlich wird, als Rechenzentrum der Privatwirtschaft da Daten zur Energieeffizienz einzutragen, geht aus der Digitalstrategie nicht hervor. Das muss aber, weil sonst passiert es ja nicht. Also nur bei den ganz, ganz Tollen, aber bei den anderen eben nicht. Das ist also einmal die Rolle als Regulierer. Man hat aber auch die Rolle als Förderer, denn es werden sehr viele Millionen Euro, teilweise hunderte Millionen Euro ja ausgegeben, um bestimmte Dinge zu fördern. Und warum gibt es dann, wir haben gerade Haushaltsverhandlungen für 2023, warum gibt es 9 Millionen für Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Klingt viel, aber es gibt 50 Millionen für Blockchain-Projekte im Bereich EID. Im Ministerium von Robert Habeck, das verstehe ich nicht. Er ist eigentlich nicht dran schuld, das sind geerbte Projekte, die eine Laufzeit haben. Aber ich finde, sowas kann man auch mal abwürgen und sagen, die Zeiten haben sich geändert, tut uns leid, Blockchain ist einfach Kacke, zu Deutsch gesagt. Und lass uns mal das Geld von A nach B shiften und was Sinnvolles finanzieren. Also das ist die Frage der Förderung. Und die dritte Rolle, die die Bundesregierung hat, ist auch eine extrem wichtige, die, glaube ich, unterbelichtet wird. Und das ist die Rolle als Trendsetter, ja, als eigener Verbraucher von IT. Für über 1 Milliarde kauft der Bund jedes Jahr IT-Zeug ein. Wenn der wirklich hart sagen würde, dass er nur noch Rechenzentrumsdienstleistungen einkauft von Rechenzentren, die bestimmte Energieeffizienzkriterien erfüllen, wenn sie nur noch energieeffiziente Software programmieren lassen und selber programmieren, wenn sie Richtlinien haben, die erstens gut sind und zweitens befolgt werden und das wird auch nachgehalten, würde das wirklich was verändern. Und zwar nicht nur den eigenen Fußabdruck senken, da reden wir in der Bundes-IT von 335 Gigawattstunden im Jahr, das ist viel. Es würde auch den Markt verändern, weil ich glaube, nach der Finanzindustrie ist die öffentliche Verwaltung der größte Einkäufer für IT. Das verändert dann was in der gesamten IT-Industrie, weil man einfach radikal die Regeln ändern würde für sich selber. Und es ist immer am einfachsten für sich selber, die Dinge zu ändern. Und da sind meine Erwartungen wirklich hoch. Ihr müsst da was machen. Und
von der Zivilgesellschaft braucht es wirklich maximal Druck. Also ladet euch selbst ein, zu allen drei Parteien der Ampel, ladet euch aber nicht nur bei Abgeordneten ein, schreibt auch einfach an die Referate. Schreibt an die Ministerien, die Org-Charts könnt ihr alle runterladen, sucht euch die aus, die irgendwie passen zum Thema und schreibt dahin. Erzwingt die Teilnahme. Ministerien müssen Bürgerbriefe beantworten, BürgerInnenbriefe beantworten. Das ist immer ein tolles Mittel, was viel zu wenig genutzt wird. Ich habe mal in einem Ministerium gearbeitet und musste auch Bürger oder durfte auch BürgerInnenbriefe beantworten. Und man glaubt gar nicht, was das für ein effektives Mittel sein kann. Also genau, würde ich auch noch mal unterstreichen. Du hast schon zum Mikro gegriffen. Ja, ich wollte sagen, die Digitalstrategie ist, also die Kritikpunkte von Anke unterschreibe ich alle. Sie ist aber selbst beim Werteschöpfen, bleibt sie ja weit hinter dem zurück, was man eigentlich machen müsste. Also es gibt die Leerstelle Nachhaltigkeit, es gibt die Frage, wie gehen wir mit der öffentlichen Beschaffung um. Die ist nämlich nicht nur deswegen wichtig, weil wir sie nachhaltig brauchen, sondern sie ist auch sonst wichtig. Ja, wir haben 40.000 verschiedene Fachverfahren, die alle nicht miteinander können. Das hat Effizienzhinderungsgründe und das hat alles was mit dem Thema Uneinigkeit zu tun. Die haben sich eben nicht durchgedrungen, das Ressortprinzip in der Frage zu durchbrechen und einem wirklich eine koordinierende, auch bestimmende Rolle zu geben. Schon gar nicht haben sie das Bund-Länder-Problem gelöst und auch das kommunale Problem, das in der Frage sehr wichtig zum Verständnis ist, auch was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft. Aber selbst so Fragen, wieso funktioniert bei uns in den Zügen das WLAN nicht vernünftig oder so, steht ja herzlich wenig drin, außer man sollte und könnte und so. Also es ist wirklich zu wenig. Und letzter Punkt, damit das, weil das hier wahrscheinlich überraschend im Kreis ist, die Digitalpolitiker der Union haben durchgesetzt, dass Public Money, Public Good im Wahlprogramm der CDU steht. Und regieren wir im Moment nicht, deswegen können wir es nicht umbrauchen. Man könnte uns auch sicher vorbereiten. Nein, ja. Aber es ist trotzdem toll, dass es drinsteht. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass es ja auch bei dir eben extreme Interessenswidersprüche gibt. Ne? Wir haben jetzt, ich glaube, wir wollten ja den Schwenk auch zu den Eingangsstatements, den Impulsstatements machen. Wir haben gehört, wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Ne? Da würde ich vielleicht auch mal selber eine Fragezeichen machen, gerade wenn wir im Bereich Batteriespeichersysteme etc. Es gibt so viele Bereiche, wo natürlich gerade sehr viel Innovationsforschung stattfindet, die wir auch in Zukunft, zumindest von dem, was ich weiß, was wir für unseren Klimaschutz brauchen werden, gerade in der Energiewende brauchen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau diese Diskussion innerhalb der CDU eine ist, die man eigentlich kaum führen kann, in dem Sinne, dass Innovation, also diese Fokus auf Innovation als eine Sache, die uns aus der Klimakrise retten wird, das ist ja eine Narrative, die es ganz, ganz stark verankert. Und auch gerade aus der unternehmerischen Seite her ganz, ganz stark verankert. Wie betrachtest du diese beiden Impulse, die wir heute gehört haben, in das, was aus deiner Sicht passieren muss, in Richtung Digitalisierung und Klimapolitik? Ja, wir haben zwei unterschiedliche Impulse. Also der zweite, da kann ich eigentlich alles unterschreiben, was da drin steht. Sagen es alle immer zustimmen, das ist natürlich so nicht. Zum Thema Innovation, wir wissen, das steht ja auch im IPCC-Bericht, dass 50% der Technologien, die wir 2050 brauchen, um klimaneutral zu sein, noch nicht marktreif sind. Deswegen müssen wir da eine Menge tun. Das ist absolute Unionsposition. Ich bin Bundesvorsitzender der Klimaunion. Wir haben gerade durchgesetzt auf dem Parteitag, dass wir an diesen Fragen, dass wir das zum Schwerpunkt machen und dass wir in dieser jetzigen Energiekrise die so lösen müssen, dass wir nicht tiefer in die Klimakrise reinschlittern müssen. Auch das ist inzwischen CDU-Position. Also insofern verstehe ich die Frage mit dem Interessenskonflikt nicht. Wir glauben nicht, dass wir mit einer reinen Verzichtspolitik die Klimaprobleme der Welt lösen können, weil wir die 8 Milliarden Menschen da schlicht nicht mitmachen werden. Das halten wir völlig ausgeschlossen. Deswegen werden wir es nur nach vorne
hin verteidigen müssen. Da müssen die Schritte aber viel radikaler werden, als wir heute da sind. Und da fehlt leider Einigkeit. Ich meine, kann man sich ja jetzt bei der Ampel angucken. Also mehr Uneinigkeit kann man sich ja kaum vorstellen als bei der Frage der Gasumlage. Wie bitte? Ich sage, am Ende ist doch die Frage, welche Art von Innovation ist gemeint. Also möchte man jetzt Individualverkehr mit E-Fuels, dann ist es halt kein so toller Weg. Möchte man aber einen ganz tollen, bedarfsgerechten ÖPNV auch im ländlichen Raum, und zwar so, dass ihn absolut jeder bezahlen kann, dann ist es eine andere Sache. Ich glaube, ob er bezahlbar ist, ist eine soziale Frage und keine Innovationsfrage. Oder auch von mir ist eine Bezahlung, also eine finanztechnische Frage, aber ist ja keine Innovationsfrage. Wir werden unsere ganzen Produktionsprozesse so umstellen müssen in der Welt, dass wir klimaneutral werden. Oder wir produzieren alle diese Güter nicht mehr. Das halte ich für einen Weg, den man vielleicht in Europa gehen könnte, auch nur ehrlich gesagt in Mitteleuropa, schon in Rumänien nicht. Aber jedenfalls in Indien und in China wird uns da niemals folgen. Deswegen werden wir nur in eine Kreislaufwirtschaft umsteigen müssen. Dafür werden wir Innovationen brauchen. Wir werden neue Produkte brauchen, nachhaltigere Produkte brauchen. Wir brauchen andere Verfahrensherstellung. Überall werden wir Produkte brauchen. Was die Antriebswende anbetrifft, so bin ich, wenn ich jetzt heute investieren würde, würde ich auch nicht in E-Fuels investieren als ehemaliger Unternehmer oder jetziger Unternehmer. Aber die entscheidende Frage ist, lasst uns die Dinge verursachergerecht bepreisen, dann werden wir mal sehen, wo die Innovationen sind, wo die Antriebe der nächsten 30 Jahre sind, mag ich nicht vorherzusagen, und sollten wir auch nicht politisch festlegen. Wir sollten die Ziele festlegen, und natürlich insbesondere CO2- und Nachhaltigkeitsziele, aber wir sollten nicht die Technologien festlegen. Also entsprechende Bepreisung ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich würde gerne nochmal, und dann würde ich gerne nochmal öffnen, Mike, fragen, wie versucht ihr Innovation in eine klimaschutzgerichtete Bahn zu bringen, und vielleicht auch nochmal einen Satz zu den schlechten Rahmenbedingungen, die angesprochen wurden, wenn es darum geht, eben innovative oder neue Dinge wie Energiegemeinschaften und andere solche Aspekte zu etablieren. Vielleicht darf ich ganz kurz nochmal den Schritt zurückgehen zu dieser Grundsatzfrage, weil ja die Aussage, wir kriegen Klimakrise nicht allein mit Verzicht gelöst. Ja, richtig, aber anders das, was Patsy am Anfang gesagt hat, jetzt auf die Green-Tech-Innovationen zu warten, die alles gut macht, das funktioniert halt auch nicht. Und E-Fuels sind da auch schon mal gar nicht die Lösung. Wir brauchen in gewisser Weise beides. Also ist ganz klar, das, was Professor Hirschel aufgezeigt hat, die Sachen teile ich auch komplett. Also wir müssen uns in diese Richtung bewegen, da muss Innovation hingehen, ganz klar. Aber es wird auch nicht ohne Verhaltensänderungen funktionieren. Wir können nicht jetzt glauben, bald haben wir E-Fuels und wir können alle wieder dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, sondern da sind Verhaltensänderungen nötig. Und das muss aber ja nicht notwendigerweise mit einer Verschlechterung des Wohlstands einhergehen. Man muss vielleicht nur Dinge mal anders angehen. Ich kann auch im regionalen Nahbereich wunderbar Urlaub machen. Man muss nicht an den Strand nach Thailand fliegen. So, und das sind einfach Dinge, die gehören zu weit mit dazu. Das kriegt man sonst nicht hin. Wenn der Flugverkehr so weiterläuft, wie er jetzt ist in dem Umfang, dann wird es nicht funktionieren. So, wie machen wir das jetzt? Wir haben ja verschiedene Ansätze. Eins ist der CO2-Preis. Der ist gerade ein bisschen unpopulär, weil wir ohnehin schon stark steigende Energiepreise haben. Das ist ja auch ein Grund, warum er verschoben wurde, was ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut finde, weil mit den Einnahmen daraus wir ja auch den Klima- und Transformationsfonds speisen und damit dann wiederum Projekte für den Klimaschutz befeuern wollen. Also das ist so ein Ding, das ist aus grüner Sicht nicht so gut gelaufen. Andererseits muss man natürlich sagen, mit dem CO2-Preis war ja auch versehen, die Idee, durch steigende Preise einen Einspareffekt herbeizuführen. Und die steigenden Preise haben wir nun mal schon und einen Einspareffekt auch, der manche auch überfordert, sowohl in der Industrie als auch in Privathaushalten. Aber da gehen wir ja jetzt auch dann dran mit dem Hilfspaket. Wobei auch da muss man sagen, das soll auf der einen Seite Not lindern, wirkt auf der anderen Seite aber kontraproduktiv, weil wir damit fossilen Verbrauch finanzieren. Aus grüner Sicht extrem schmerzhaft. Ich sehe nur im Moment keine Alternative. So, jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wir haben verschiedene Mechanismen. Das eine ist der Klimatransformationsfonds. Wir haben Green Tech Fonds, die wirklich dafür da sind, Firmen zu fördern, die in klimaneutrale Technologien investieren. Und es sind ja auch auf europäischer Ebene dann Dinge angestoßen, wie den Grenzausgleichsmechanismus, wenn also von außen Produkte reinkommen, die einen hohen CO2-Footprint haben, dass sie teurer gemacht werden oder mit einer Steuer belegt werden, damit dann die klimaneutral produzierten Produkte in der EU wettbewerbsfähig bleiben. Du möchtest ganz kurz nochmal, wolltest du kurz kommentieren? Ich würde gerne was zu diesem Begriff Innovation sagen, weil der ja jetzt hier die ganze Zeit fällt.
Also ich glaube, der wird auch oft einfach als Buzzword benutzt. Und wir müssen uns überlegen, und ganz oft ist er auch verbunden mit so einer naiven Hoffnung, dass wir in Zukunft etwas lösen werden, weil die tolle Technologie noch kommt. Ich glaube, wir haben schon die Technologien, die wir brauchen an ganz vielen Stellen. Und wir haben an ganz vielen Stellen ein großes Umsetzungsdefizit. Und wir müssen in Bezug auf Innovationen darüber reden, wo brauchen wir denn Innovationen? Und wir müssen da ganz gezielt rein. Bei der Energiewende zum Beispiel ganz gezielt. Wir haben vorhin die einzelnen Punkte gesehen, Smart Grids. Wir haben den Punkt gesehen, erneuerbare Energiengemeinschaften. Da brauchen wir Innovationen bei der Digitalisierung. Bei der Mobilität wollen wir den Umweltverbund stärken. Das heißt, da brauchen wir Plattformen, wo wir nur diese nachhaltigen Verkehrsträger auf den Plattformen haben, um zur sozial-ökologischen Transformation zu kommen. Wir haben im Bereich Gebäude das serielle Sanieren, was unglaublich wichtig ist, wo Digitalisierung helfen kann. Wir haben da das Building Information Modeling, was da helfen kann. Also wir haben Themenbereiche, jetzt habe ich Energie, Mobilität, Gebäude genannt, wo wir genau wissen, wo wir die Innovationen brauchen, wo wir reingehen müssen. Und wir reden aber immer sehr global von Innovationen und dann wird irgendwie hier mal noch was ausprobiert und da noch was ausprobiert. Wir wissen, was zu tun ist in diesen Bereichen. Und wir müssen in diese Bereiche reingehen und diese Bereiche stärken. Und da hilft Digitalisierung, an vielen anderen Stellen schadet sie eher. Und ich glaube, noch einen zweiten Punkt, den ich gerne machen würde, immer dann, wenn wir über Innovation reden, wir müssen auch dringend über Exnovation reden. Also wir müssen auch dringend darüber reden, aus welchen Technologien müssen wir denn raus? Und wie hilft uns vielleicht auch Digitalisierung, aus manchen Technologien rauszukommen, wie zum Beispiel dem Verbrennungsmotor, E-Fuels beim Auto oder solche komischen Ideen, die völlig ineffizient sind und von vorne bis hinten nicht durchdacht. Wenn man ein bisschen was von Physik und Mathematik versteht, dann kann man das auch verstehen und ausrechnen. Wir müssen auch an diese Exnovationsfragen ganz stark ran und wir müssen uns das überlegen beim Energiesystem, Mobilität, Gebäude und anderes, Landwirtschaft haben wir alles gehört, aber wir müssen auch bei der Digitalisierung aus den Technologien raus, die zu viel Strom fressen. Und das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ja, später ist relativ, weil wir haben nur noch ganz wenige Minuten Zeit. Friederike, du wolltest gerne noch was sagen und du auch, Anke. Ich hatte gehofft, dass wir noch Zeit für 1 bis 2 Publikumsfragen haben. Gibt es jemand, der ganz dringend eine Frage stellen möchte oder die ganz dringend eine Frage stellen möchte? Eine Person. Gut, ich merke mir diese Person vor. Da war gerade Zucken, noch eine Person. Ich habe nur einen Arm gesehen. Okay. Also genau, was ich noch mal ergänzen wollte, also das war jetzt sozusagen auch so ein bisschen eine Steilvorlage für mich, was Hendrik gesagt hat. Ich glaube, wir müssen auch uns so ein bisschen fragen, was haben wir eigentlich für eine Vorstellung, was Innovation bedeutet eigentlich. Und die Vorstellung, die wir haben, ist halt sehr technisch orientiert. Also wir gehen irgendwie davon aus, wenn wir gesellschaftliche Innovationsfähigkeit stärken wollen, dann müssen wir irgendwelche neuen Technologien entwickeln und so weiter und so fort. Aber etwas anders zu machen und etwas neu zu machen, ist ja, das hat ja nicht nur was mit Technologien zu tun, sondern es ist auch ein sozialer Prozess. Also wir müssen uns auch überlegen, wo müssen wir irgendwie, also ich höre immer ganz viel das Thema Verhaltensänderung und wir brauchen eine Konsumwende. Wir müssen aufhören, mehr zu viel zu konsumieren, wir müssen aufhören zu fliegen und so weiter und so fort. Und ich glaube, womit wir uns auch in Zukunft viel, viel mehr beschäftigen müssen, ist so dieses ganze Thema soziale Innovation. Also wie müssen wir anders darüber nachdenken, sozusagen, wie unser Energiesystem funktioniert, wie müssen wir uns anders organisieren, wo müssen wir irgendwie komplett neue Handlungsweisen und so weiter etablieren. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Frage, die wir uns auch so ein bisschen stellen müssen. Wo gucken wir eigentlich viel zu sehr auf das Thema Technologie, wenn wir über gesellschaftliche Innovationen und Innovationsfähigkeit reden. Das passt hervorragend zu dem, was ich sagen wollte. Es ist genau die gleiche Schublade. Ich glaube, dass wir, wenn wir die digitale Revolution klimagerecht hinkriegen wollen, es geht gar nicht ohne soziale Revolution. Und das sind genau die Arten Innovationen, die ich eben auch meine, die im sozialen Raum stattfinden, die aber fundamental und viel struktureller sind als das, was so eine einzelne Erfindung ist, es dann eben nicht. Sondern das hat auch zu tun zum Beispiel mit radikaler Umverteilung. Es ist ja nicht so, wie lange ein Hartz-IV-Empfänger duscht, dass das jetzt das Klima kaputt macht, sondern es sind die 10% der Reichsten, die meisten
mit Abstand die meisten Ressourcenverbräuche haben. Und dann muss man auch an Umverteilung denken, an Sondervermögensabgaben, an Übergewinnsteuern und alle diese Dinge, die man dann natürlich auch einerseits den Menschen geben kann, die im Moment Probleme haben, klarzukommen, rein ökonomisch, aber natürlich auch in das Klimathema. Was am Ende auch die Frage ist, ja, von wegen Verzicht, auf was verzichten wir denn? Warum definieren wir Wohlstand immer als ich kann Dinge kaufen und als Eigentum haben? Warum ist denn Wohlstand nicht eine gute Bildung für meine Kinder? Pflegekräfte, die nicht überarbeitet sind und wo ich mich sicher fühlen kann, dass man sich da jederzeit um mich kümmert, egal in welcher Art Versicherung ich bin. Warum ist Wohlstand nicht Zeit haben und spazieren gehen in grüner Umgebung und sauberer Luft? Das ist doch auch alles Wohlstand. Also wir müssen völlig anders denken und das ist für mich eben auch eine Art von Innovation, aber eben nicht die technische der FDP. Mein Name ist Kurt Müller, ich komme von der lokalen Agenda 21 in Offenbach am Main. Meine Frage geht an wegen der mangelhaften bürgerschaftlichen Beteiligung an Verfahren in Berlin. Der Grünen-Politiker, könnten Sie sich vorstellen, ein eklatantes Missverhältnis irgendwie zu beseitigen? Denn es ist ein Grund dafür, dass die Leute von der Industrie und von den Lobbyverbänden bei Ihnen an die Tür klopfen und nicht die paar von den Verbänden, die teilweise auch noch ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen haben. Das muss sich ändern. Das ist kein Berliner Abgeordneter. Kann ich nur zustimmen. Möchtest du trotzdem kurz reagieren? Ja, ganz kurz, also kann ich Ihnen nur recht geben, das muss sich ändern und ich würde mir wünschen, dass NGOs besser ausgestattet werden. Das liegt natürlich auch an deren Personaldecke, die haben eben nicht ein Büro mit 20 Leuten, die Termine machen. Ist mir auch klar, dass das einen Grund hat, klar. Ja, natürlich, also das mit der Gemeinnützigkeit von Campact zum Beispiel ist ein Riesenproblem, also das ist schlecht, ja. Es gäbe noch so viele Aspekte, die wir jetzt eigentlich diskutieren müssten. Das wäre jetzt der perfekte Auftakt, um jetzt wirklich noch mal rein und tief zu gehen. Aber dafür wird heute nicht der Tag sein. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Diskussion zu anderer Gelegenheit vorführen und vertiefen können. So viele wichtige Aspekte, wie wir Innovation gesellschaftlich wirklich im gemeinwohlorientierten Mehrwertsinne verstehen können und organisieren können, wie wir uns als Partner verstehen können in Digitalisierungs- und Klimaschutzfragen und so vielleicht auch noch gemeinsam viel stärker den Druck auf andere Industrien und andere Sektoren erhöhen können. Denn das finde ich persönlich auch ein ganz zentral wichtiges Thema und ich glaube, dafür ist Bits und Bäume auch der richtige Raum, um eben diese Allianzen zu schaffen, um dann, wie gesagt, noch viel stärker diese Forderungen, die wir hier aufgestellt haben, auch von denen, die vielleicht noch mehr Energie und noch mehr Umweltschutz verbrauchen einzufordern. Dankeschön, ich übergebe wieder an Tillmann. Ja, vielen Dank auch nochmal an das ganze Podium. Mir wurde jetzt nochmal die schwierige Aufgabe übertragen, das Ganze nicht nur ein bisschen zusammenzufassen, sondern auch nochmal mit ein paar motivierenden Worten zu versehen, um hier so eine Art Motivationstalk zu geben. Mal gucken, ob das gelingt. Ich habe jedenfalls schon ganz fleißig mitgeschrieben und ich würde gerne nochmal drei Punkte herausheben, die jetzt auch nochmal rauszoomen und auch insgesamt sich vielleicht auf viele Veranstaltungen der Bits und Bäume beziehen. Das erste ist: Tut euch zusammen. Lasst uns zusammentun. Wir haben das hier im Kreis besprochen. Es gibt ein Ressortdenken, ein Silodenken zwischen den Parteien. Wir haben es gesehen, wie an der Digitalstrategie verschiedene Ministerien nicht integriert zusammengearbeitet haben. Wir sind hier auf der Bits und Bäume zusammengekommen, um über den Tellerrand zu gucken, aus den Bubbles rauszukommen, Communities zusammenzubringen. Ich glaube, das kann noch viel weiter gehen. Wir müssen uns stärker zusammentun, neue Allianzen schaffen und dann entfesselt das auch Kreativität und erhöht den politischen Druck, weil plötzlich neue Akteure, neue Ideen aufkommen, die Sachen von der anderen Seite beleuchten. Zweitens, ich habe hier verstärkt wahrgenommen, dass es
Defizite zum Beispiel gibt in der Digitalstrategie, Defizite in der Umsetzung. Wir haben auch schon auf dem Eröffnungspodium gehört, dass es eine riesige Lobbymacht gibt von Industrie und gerade aus dem Digitalsektor, die eine ganz andere Geschichte erzählt. Und da möchte ich auch nochmal den Bogen schließen zu dem, was Patsy am Anfang gesagt hat. Diese Geschichte der vermeintlichen grünen technologischen Lösungen, manchmal sind sogar braune technologische Lösungen, die immer noch angeboten werden, das ist ein Riesenproblem. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass die digitalen Konzerne, die Big Tech Companies, in den letzten Jahren mehr Geld für Lobbyarbeit in der EU aufgewendet haben, als die, jetzt muss ich nachgucken, die Automobil-, die Chemie- und die Pharmabranche gemeinsam. Und das ist ein Riesenproblem und das hören wir auch immer wieder. Also wir müssen unsere Stimme laut machen. Wir müssen es nicht nur zusammentun, sondern lauter werden die Geschichten, die wir hier erzählen, das Narrativ, was wir auf der Bits und Bäume entwickeln, was auch auf dem Podium ganz klar rüberkam, in den politischen Diskurs noch viel stärker einbringen, sodass es ein Gegengewicht da ist. Natürlich brauchen wir dann auch die Beteiligungsformate, dass wir gehört werden. Aber ich glaube, es ist auch an uns, uns laut zu machen und hörbar zu werden und ein Gegengewicht darzustellen zu den Narrativen, die vermeintliche Lösungen anbieten. Und das Dritte, was ich jetzt auch nochmal mitnehmen wollte, ist Walk the Talk. Fangen wir alle bei uns selber an. Regierungen können anfangen oder die Regierung, die Rechenzentren besser zu machen. Das war ein ganz klarer Punkt, der rauskam. Da ist viel Nachholbedarf. Die öffentliche Beschaffung haben wir gehört. Open Source kann ein Riesenthema sein. Forschungsgelder für Technikforschung. Nicht nur Public Money für Public Code, sondern auch Public Money for Climate Change. Wir haben jetzt noch 2,5 Milliarden Euro BMBF-Gelder für künstliche Intelligenzforschung. Und es ist nicht genau klar, ob das verknüpft wird mit Nachhaltigkeitszielen und der Lösung für Klimaschutz und andere ökologische und soziale Herausforderungen. Also hier fangen wir alle bei uns selber an, die Regierungen, aber auch, ich glaube auch wir als Bewegungen, als Institutionen, als einzelne User können viel verändern. Vielleicht haben ja auch viele hier auf der Bits und Bäume eine Idee bekommen, was man ganz konkret in der Anwendung von diesen Geräten oder von Apps anders machen kann. Da hatten wir diverse Veranstaltungen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich einige Apps deinstallieren, wenn sie aus der Bits und Bäume rausgehen. Auch das ist eine Option, denn nur wenn die Transformation, über die wir hier sprechen auf so einer Konferenz, tatsächlich auch gelebt wird, dann kann im Ping-Pong wieder neuer Druck entstehen, dann ist es auch den Unternehmen leichter, sich durchzusetzen mit alternativen Diensten und dann ist es auch leichter für die politischen Kräfte im System, die entsprechend schon handeln wollen, aber häufig gebremst werden. Also sozusagen, wenn die Transformation gelebt wird, kann das im Ping-Pong dann auch stärkere politische Rahmenbedingungen ermöglichen. Und dann ist nicht nur eine andere Digitalisierung möglich, wie wir 2018 gesagt haben, dann ist vielleicht nicht nur eine andere Digitalisierung dringend nötig, wie wir auf dem Auftaktpodium gehört haben, sondern dann vielleicht bei der nächsten Bits und Bäume können wir schon viel stärker sagen, eine andere Digitalisierung ist bereits da. Vielen Dank in dem Fall nochmal an das ganze Podium und viel Spaß jetzt noch im restlichen Nachmittag und dann schließlich beim Abschlusspodium. Und nicht vergessen, heute Abend gibt es auch noch eine Party. Schönen Nachmittag.